Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video im Double Time. Okay, wie ihr sehen könnt, spielen wir Yu-Gi-Oh! Los geht's. Spiel einer vom CCS-Server. Sag auch mal Hallo. Hallo. Übrigens, er hat auch einen YouTube-Kanal, da macht er ein bisschen Musik. Alucard64, Music, let's go. Kann verlinken, wenn er will. So, spiele natürlich wieder mit Custom. Jetzt muss ich jetzt mal gucken. Also damit will ich jetzt eigentlich eher weniger anfangen. Kann ich überhaupt was Nützliches machen? Egal. Einfach Normal Sum. Nö. Link. 1. Perfekt. Und ihn wiederholen oder so. Wir könnten vielleicht noch einen Link 2er gebrauchen. Fällt mir so ein. Du kannst ja auch weglinken und dann, ne? Wieder sparen? Nee. Ach nee, du hast ja nicht die Summoner geholt. Ja, Denkfehler, und sorry. Mir fällt gerade ein, dass ich das Link 1 muss auch nur einmal im Deck habe. Das ist schlecht. Genau, dann kann ich mir ein Pier auf den Friedhof schicken. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, vor dem Revive. Link 1 würde ich sogar dreimal spielen, einfach weil es so nützlich ist. Ja, das war ein Missplay meinerseits. So, die kommt erstmal auf meine Hand zurück. Du meinst beim Deckbuilding. Warte mal, was für ein Effekt hat die denn? You can add one special spell trap from your deck to your hand. Ja. Perfekt. So, dann hol ich mir die Menschen auf die Hand. Weil wieso nicht? Dann bist du dran. Wollen wir mal sehen, was du so kannst. Aber so schnell habe ich meine Anmod schon lange nicht mehr gesagt. Spielst mit deinen Chaos Soul-Karten. Ja, genau. Jetzt kann ich ein Monster vom Pick. Ich wünschte, mein Sharingan würde wirklich funktionieren. Von meinem V-Roid-Model. Okay, dann. Ja, beschwöre ich einfach nochmal den Soul Reaper. Nur zu seinem Effekt und schieße erstmal eine. Backdrop. Cool. Dann nutze ich ihren Effekt und hole sie wieder. Ich glaube in Death. Dann Effekt. Dreh sie in Angriff und schickt mal das Spell von dir auf den Friedhof. Von mir? Ja. Na gut, dann kriegst du keine 1000 Life Points. Nee, brauche ich auch nicht. So, dann kann ich. Ja, ich kann auch Link beschwören. Ach ja, stimmt, der ist ja ein Spellcaster, deswegen. Ja gut, machen wir so. Zack, 3000, dann Effekt Defender. Und ich hole Headless Skive aus meiner Hand. Headless Skive und ich kann damit deine Lupin, glaube ich, schießen. Und dann kannst du deinen Soul Tiger wiederholen. Wenn ich es nicht annullieren würde. Ja, ich bin sehr fies. Dann nutze ich nochmal meine Feldzerocker, die hätte ich vielleicht zuerst aktivieren sollen. Das wäre schlauer gewesen. Egal. Und Attack mit Doom Summoner zuerst. Dann Headless Skive. Und jetzt renne ich in deine Battle Trap. Genau. Called it. Das hättest du auch schon vorher aktivieren können, das weißt du, oder? Warum sollte ich? Ich warte lieber bis zum letzten Moment. Stupid! Meinetwegen. So, Bände. Wie war das nochmal? If this card is normal. If this card is returned to the hand, you can spare some one spell so much from hand. If you do, destroy one zombie type, non-zombie type. Nee, da muss ich meinen Summoner killen. Kein Bock. Behalt ihn lieber. Erstmal. Whoops. Ein Fräulein.
So, was hältst du davon von einem Monster in Angriffsposition? Dann hole ich mit dem Summoner Defender zurück. Falls ihr euch fragt, was das hier für ein Deck ist, das ich gerade spiele, dazu kommt auch noch ein Video. Irgendwann. Ich weiß noch nicht wann. Vielleicht, wenn ich mal Lust dazu finde, überhaupt ein Video zu machen. Das hier ist jetzt auch ziemlich spontan. War Rikas Vorschlag und so. Ja. Machen wir einfach das nochmal. So, Defender. Und mit Defender hole ich Death Reaper zurück, um seine verdeckte Karte zu schießen. Naja. Dann halt nicht. Oh, fuck, warte. Scheiße. Ich muss jetzt meine eigene Field Spell schießen, kann das sein? Och, Mann. Das ist der Nachteil, Non-Targeting Removal. Weil ich glaube, ich muss jetzt. Ja. Ah, nee. Oh, ich kann danach targeten. Perfekt, okay. Ich dachte schon, ich muss jetzt meine Field Spell schießen. Das wäre ja nicht so geil gewesen. Ja, dann spiele ich das Fräulein in den Angriffsmodus. Und dann gehe ich für Game. Das kannst du live für uns bezahlen. Exactly, das ist der einzige Schaden, den du mir je machen wirst. Dun, 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 dun. Oh Gott, ich mag das Spirit Soul Deck. Vor allem, ich habe es schön mit Vampiren kombiniert, weil ein paar unserer Spirit Souls sind ja auch Vampire. Hat sich irgendwie so ergeben. Ich wollte die eigentlich nur als so ein kleines Gimmick machen und dann sind es doch ein paar mehr geworden. Ah ja. Du lässt mich anfangen, wie nett von dir. Dann Menschen und. Ich kann das noch nicht mal aussprechen. Lul. Was? So, dann aktiviere Revitalization? ich Blood Orb. Ich schicke. Ja, warte mal, wie war der Effekt von. Ah, kann ich jetzt nicht nachgucken. Egal, ich schicke einfach Defender auf den Friedhof. Und ich glaube, Sonnensail war das vom Friedhof, gell? Ja. Hol mir Sonnensail auf die Hand. Dann neues Sonnensail. Effekt. Oder Defender. Death. Dann Klappewecker. Was war ihr Effekt? Warte mal. Return this card to the hand. Send one zombie type Spirit Soul Monster from your deck to the graveyard. Or special one Spirit Soul Monster from your graveyard. Ja, das bringt mir nichts. So, dann mache ich einmal so. Ich mag deine Battle Traps nicht, also schicke ich deine Battle Traps auf den Friedhof. Los, schick eine Falle auf den Friedhof. Deinomiskis. Schlau, schlau. Ja, ich möchte wenigstens noch Dann. einen Gewinn rauskriegen können. Warte mal, die lässt mich nochmal normeln. Dann kann man überlegen. Sie eigentlich an die Vampirkarte angelehnt, die werden durch Kampf zerstört, was schicken kann? Ja, ist generell an die Vampire angelehnt. Einmal Vampire Lord, Vampire Lady und ich glaube noch ein paar andere können das. Aber überwiegend Vampire Lord. Warte mal. Ah doch, warte. Ich kann auch so machen. Zack. Dann Defender. Hol ich Sonnensei vom Friedhof zurück. Dann kann ich Sonnenseis Effekt aktivieren. Kann die bouncen, um Defender vom Friedhof zurückzuholen. Verteidigungsmodus. Und dann kann sie wieder einen Angriff drehen und noch einen Trap von ihr auf den Friedhof schicken. Und normal beschworen habe ich übrigens auch noch nicht. Beziehungsweise doch habe ich, aber. Ich kann nur einen Zombie normeln. Ach komm, dann normel ich sie. Leg sie in den Linkmarker. Zu ihrem Effekt.
Oh, wir haben bei Doom Summoner noch einen Bug drin. Ich Oh. kann Blood Orb wiederbeleben. Also die Zauberkarte. So, Wahrscheinlich würde das nicht mehr gehen beim Target oder so. Ach, wir haben nicht geprüft, ob das Monster ist, oder? Kann das sein? irgendwie sowas. Na, kann man ja dann nach dem Video gucken. Dann so. Dann schicke ich die obersten Karten auf den Friedhof. Was habe ich denn hier? Advanced Bruce from Graveyard to your hand. Okay, cool. Ja, hole ich mir Konsei wieder zurück auf die Hand. Und dann kann ich, glaube ich, nichts mehr tun. Du bist dran. Ich dachte gerade, ich habe noch was im Kopf. Übrigens. Ah ja. Leer. Was Spirit ist los? Hunt. 30% von der ATK von Spirit Hunter sind genau 900 ATK. Lustig. Dann geht's doch auf bei der Karte. Ah ja, stimmt, die ist damit verlinkt. Ja, was willst du jetzt tun? Ja? Hab ein bisschen unglücklich. Was willst du tun? Ich weiß nicht, ob du die Stream kennst. Ich glaube, die werden gar nicht mein Deck sehen, weil, naja, mein Deck ist darauf ausgelegt, dass du reinrennst. So, dann Sonsai, Effekt Sonsai. Ich werde noch mehr Fallen melden übrigens. Defender. Okay, 30% von 0 sind 0. Good to know. Macht ja auch irgendwie Sinn. So, dann Effekt. Du kannst irgendwas anketten, oder das gefällt mir nicht. Was will der machen? Er dreht sich in Angriff und dann kann ich Zauber, Falle oder Monster von meinem Deck auf den Friedhof schicken. Ich wähle Falle, also schick jetzt eine Falle auf den Friedhof. Yeah, eine Jellycat weniger. Okay, dann mag ich dein verdecktes Monster nicht, also kriegst du Sonsa in Angriff. Dadurch. Fuck, habe ich ein Misplay gemacht? Egal. Special Song von Grave? Ich weiß gar nicht, ob ich noch was im Friedhof habe. Ich glaube. Oh, stimmt. Doom Summoner. So. Um. Ja, gut. Ah, ich kann das machen. Ich kann. Bin gerade überlegen, ob das sich lohnt. Nee, ich. Scheiß mal darauf. Holen Konsei zurück. Dann. Equippe ich. Wie rum war das? Er zuerst und ihn als nächstes, glaube ich. So herum war das, hoffe ich. Erste geht Yes, dann Equip ins, funktioniert. der erste geht immer an den zweiten. Ja, das habe ich eben nicht so genau im Kopf. So, Ah, dann. vielleicht sollte man das noch dazu reinschreiben in den Sie und Effekt-Tag. sie. Dann kann ich den Effekt nutzen. Ja, ich. Ups. Ach ja, ich kann ja auch von der Hand specialen. Open Graveyard Special and those Moss to your field and defense position. Ah, okay, cool. Ich kann von deinem Friedhof auch holen. Wie ich das? Obwohl. Passt schon. So. Mein Zombie Special wurde, darf ich eine Karte ziehen. Ah, oh, Tree of Eternal Life, cool. Best to go further beyond. Ah, cool. Oh, fuck. Ja, jetzt ist egal. Dann Tree, kann ich eine dumpen? Ah, Headless Grave kann ich gar nicht erst aktivieren. Auch gut. Dann. Okay.
bin ich. Schick die auf den Friedhof. Specialen sie. Perfekt. Zahlen 500 und kann mir noch einen Vampir suchen. Ich hole mir einfach noch einen Defender. Okay, das ist irgendeine Fehlermeldung. Dann sie und sie. Was kann die eigentlich? This card, you can target one monster in your opponent's graveyard, person it to your field. Also you can this person. Ja, wieso nicht? Gehen wir mal dann Raiko. Was? Wer will jetzt was aktivieren? Aber wie steht auch waiting? Vampire War. Hä? Was für ein Vampire jetzt? Voivode. Was ist denn? Okay. Oh fuck, jetzt habe ich es eh weggedrückt. Keine Ahnung, irgendein Vampir wollte einen Effekt aktivieren, aber ich habe keinen Vampir mit diesem Namen gehabt. War das ein Friedhof was? Ah ja, tatsächlich. From your opponent's graveyard, you contribute two monster special on this card from your graveyard. Ach, so, ja, jetzt ist egal. So, was kann ich noch? You contribute one vampire monster and target one monster your opponent control, take control of it. Oh, lustig. Aber mache ich nicht. So. Dann greife ich mit der Headless Scythe zuerst an. Trap Tracks. Ah, okay. Goddammit. Einmal kurz mal Raiko recycelt. Kannst du den im Zug aktivieren eigentlich? Ich kann den Spielzug aktivieren, except ja. Set one normal track from the except trap track. Can be activated this turn. Okay, da nutze ich die Effekt von Spirits of Mansion und ich kann auch was auf den Friedhof schicken. Oh, ah, ich dachte. Ja. ich. Ja, dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann nutze ich halt sie, werf sie ab, special sie. Perfekt und such mir noch eine Spell und Trap. Ich hole mir Vampire Domination. So, welche Frage? Die Frage ist jetzt, welche davon ist Vampire Domination? nein, ich will mir noch kein Vampir-Tribut anbieten. So, dann. Was hat die für eine Fate? If this card from your field to your hand, you can discard one random card from your opponent's hand. Ach, oh, gut. Was? If a spirit monster you control is targeted from the turn. Nee. Each time a spirit monster is returned to the end, you can target one card on the field destroyed. Oh, cool. Ja, weg damit. Dann noch ihr Effekt. Noch eine random Card rausschießen. Dann noch ihr Effekt. Bounce sie. Nutzt ihr Effekt, kriegt Lebenspunkte. Nein. Dann ihr Effekt. Kann sie specialen. Kann sie zerstören. Affected by Monster Effect. Ja, darum geht's mir nicht. Mir ging's um die Special Sum. Dann kann ich ihren Effekt aktivieren, sie wieder bouncen und. Ja, gut, das ist eigentlich egal. Ach, Defender habe ich in dem Zug ja schon genutzt. Habe ich vergessen. Ja, dann ist es egal. So, habe ich noch einen Defender im Friedhof eigentlich? Wahrscheinlich schon. Ja. So, also wieso nicht? Dann. Normison Sonsei. Das ist immer. Was? Achso, nein. Will ich nicht aktivieren. Defender. Nein, ich wollte ihn. Egal. Ich kann ihn eh in Deck drehen.
Dann die hier und die wollen wir nicht aktivieren. Dann bringen wir ihn wieder in Angriff. Was wir jetzt. Nein, ich will es immer noch nicht negieren. Noch eine Trap. Die sollen eigentlich mal die Fallen ausgehen. Man merkt, mein Deck ist so kombolastig, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur spiele und du überhaupt nicht. Ja, das ist nicht angenehm. Ich weiß nicht, was du hast. So. Oh. Ach, das. Ich brauche zwei Zombie-Monster dafür. Hups. Ja, okay, dann geht das nicht. Der Doom Summoner und Anima bringen den Deck halt so viel Geschwindigkeit, wie wir heute geskriptet haben. Da ist noch ein. So, ja, wieso nicht? Hol ich ihn einfach mal hier mal. Ich habe keine Ahnung, was er kann, aber ich hole ihn mal. Dann Special Sum. Ich habe keinen Bock auf Raiko. Diese, die sind einfach echt zu gut. Ich bin am rumklicken, was. Ach ja, stimmt, ich habe noch eine Normal Sum. Vergesst das immer, dass ich zwei Normal Sums habe. So. So, noch eine Falle bitte. Also die müssen doch langsam mal die Fallen ausgehen, oder nicht? So. Dann gehen wir auf Bram. Wieso nicht? Material ab. Hol die Raiko zurück. Ach, auf meine Feldseite sogar. Ah, Mist, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Ah, so, den kann ich triggern. Ihn und machen wir Bram wieder weg. Holen dafür die hier. Ja, weil es so lustig ist, hole ich. Ach komm. Yeah. Oh, ich kann nicht angreifen, lol. Failure! Ich hab jetzt nicht Zeit gehabt, mir die Karte durchzulesen und auch keinen Bock. Grund. So. Nö. Zack. Ach nö. Yay. Mit der Karte hätte ich wenigstens was loswerden können. Konsol wäre auf meine Hand zurückgekommen, aber du hättest 3000 Lebenspunkte gekriegt. Ich habe langsam keinen Platz mehr. Das ist einfach zu gut. Oh Mann, das ist überhaupt nicht broken oder sowas. Also Konsol ist eigentlich schon broken. Nein, der hat schon große Nachteile, wenn man sie in dem Zug nicht los wird, aber ja, dazu kommt es halt nicht immer. Kaijus sind so, oh fuck, Moss. So. Wollen wir nochmal ein Duell mit anderen, also willst du nochmal dein Deck ändern? Ich würde mal sagen, dieses eine Duell hat die ganzen 20 Minuten voll gemacht. Gut, war jetzt halt ein einzelnes Duell, beziehungsweise eigentlich war es ein Best of Three, aber das ist egal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert den Kanal und ja, aktiviert die Glocke, das dürft ihr auch nicht vergessen, natürlich. Schaut auch bei Rika vorbei und bei meinem Discord-Server, der ist immer noch tot. Egal, kommt trotzdem drauf. Und wollen wir sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.